Erfolgreich Geld anlegen, das geht nur über einen langen Zeitraum und mit einem gut justierten Kompass in der Tasche, erst recht in Zeiten von rekordniedrigen Zinsen. Davon ist unser Gast Andreas Glogger, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger und Partner, überzeugt, Herr Glogger. Warum ist es so wichtig, in diesen doch sehr flexiblen Kapitalmärkten Grundsatzentscheidungen zu treffen und diese dann auch durchzuhalten? Das ist absolut der Königsweg. Vergleichen wir das mal mit einem Haus, das jeder von uns hat. Das ist eine Grundsatzentscheidung in einem Leben. Und es gibt verschiedene Veränderungen während des Lebens, wo man das Haus nicht gleich wegschmeißt oder verkauft. Genauso geht eine erfolgreiche Anlagestrategie. Das heißt, ich muss grundsätzlich mich für eine Strategie des Anlegens entscheiden, einen langfristigen Zeithorizont hernehmen und dann klare Parameter setzen, innerhalb denen ich mich bewege, um dann auch auf längerfristige Zeit dann erfolgreich zu werden. Sie haben jetzt von Parametern gesprochen, man könnte auch Leitplanken zu sagen, die man einsetzen muss. Beispielsweise bei Ihnen ist es ein klar definierter Investmentprozess. Wie könnte ein solcher Investmentprozess beispielhaft aussehen? Ja, der ist in der Tat sehr komplex und ich kann hier natürlich in dem Interview nur die kurzen Rahmenbedingungen nehmen. Wir bewerten jeden Tag bis zu 100 verschiedene einzelne Parameter, um zu sagen, ist der Markt heute in Ordnung? Müssen wir die Aktienquote erhöhen oder reduzieren? Müssen wir in Edelmetalle gehen oder in verschiedene Währungen? Wichtig ist, dass jeder Investor sein Ziel kennt, sein Risiko Bereitschaft allokiert und dann natürlich für sich selber klar definiert, was ist für ihn wichtig. Und da sollte er sich dann auch daran halten, auch wenn die Börse vielleicht einmal einen gewissen Zacken über Nacht oder im Sommer oder sonst was bereithält. Langfristig ist die Weltwirtschaft in Ordnung und wächst. Aber mal Hand aufs Herz, ich habe es ja auch angedeutet, Kapitalmärkte, Finanzmärkte sind ständig in Bewegung, sehr flexibel, teilweise sehen wir komplette Achterbahnfahrten. Müssen Sie sich nicht im Sinne der Kunden auch immer mal wieder dazu entschließen, doch auch umzuschichten und sich neu zu orientieren? Also im Sinne der Kunden handeln wir nur dann, wenn wir Vermögen schützen wollen oder Renditechancen nutzen wollen. Hinter jedes Einzelinvestment, das wir für unsere Mandanten tätigen, gibt es ein genau definiertes Risikolimit. Und so werden von unserem Investmentkomitee jeden Tag sämtliche Anlagen, die wir für unsere Mandanten halten, auf deren Beständigkeit hin überprüft. Und erst wenn die Risiken zu groß mal werden, die Unsicherheit zu groß, dann beginnen wir, und das diszipliniert, Positionen abzubauen. Oder wir gehen auch mal bewusst rein, innerhalb bestimmter Leitplanken, wie Sie richtig sagen, die wir eben für jedes Mandat und für jede Einzelanlage gesetzt haben. Möchte ich noch ein bisschen genauer darauf abzielen, auf das Risikomanagement. Geldanlage heutzutage hat ja oft immer sehr viel mit Risikomanagement zu tun. Wie agieren Sie hier und vor allem wann reagieren Sie mit Blick auf die Risiken? Ja, bei den Risiken haben sich generell die Vorzeichen in den letzten 10 Jahren gewandelt. Was vor 10 Jahren noch als sicher galt, ist heute mit extremen Risiken behaftet, zum Beispiel Staatsanleihen. Und Dinge, die früher risikobehaftet waren, wie vielleicht Aktien, so in der landläufigen Umgangssprache, die sind heute eher die Anlagen, die als sicher und chancenhaft einzustufen sind. Und auch im Risikomanagement ist es hartes Brot. Also auch hier gehen wir mit sehr großer Disziplin und über die verschiedenen Parameter an die Arbeit und prüfen jeden Tag die einzelnen Werte. Nur mal sozusagen, naja, ich gehe heute mal raus, das Risiko ist mir vielleicht zu groß oder weil ich irgendwo in der Zeitung oder in den Nachrichten mal was gehört habe, das ist definitiv zu Sinn. Es ist schon ein Teil an Knochenarbeit, an Handwerksarbeit, ein tägliches Handanlegen notwendig, um gerade die Risiken in dieser jetzigen Welt, in Europa, in diesen Schulden, Bergen der Staaten neu zu definieren und jeden Tag auf den Prüfstand zu stellen, ob sie noch tragbar sind oder wir reagieren müssen. Gestatten Sie zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie oft fällt es Ihnen dabei auch, sich öfter mal gegen die Herde zu stellen? An Tagen, wo viele abverkaufen, sehen Sie womöglich ja auch Chancen und kaufen eher dazu, müssen also antizyklisch handeln. Wie gehen Sie mit diesen Emotionen um? Das haben wir relativ gut im Griff, weil wir eben im Gegensatz zu vielen Kapitalanlegern einen klaren Prozess haben. Viele lassen sich eben durch die Nachrichten in den Medien, in der Zeitung oder in irgendwelchen Börsenblättern und Briefen verunsichern oder kaufen genau zum falschen Zeitpunkt.
Unser Prozess beinhaltet viele Kriterien und die werden jeden Tag abgearbeitet, sodass die Mitglieder unseres Investmentkomitees, die alle Experten in ihrem Gebiet sind, die Tagesentscheidung immer fundiert treffen. Und da machen wir in der Regel auch die Türen zu, analysieren die Fakten und kommen dann einfach zu dem Tagesergebnis. Rational und Sachverstand ist häufig eine sehr gute Basis, um langfristig strategisch an der Börse erfolgreich zu sein, um eben nicht im falschen Zeitpunkt zu verkaufen oder viel zu hoch einzukaufen. Der Blick auf den Investmentprozess bei Glogger und Partner einer Vermögensverwaltung aus Krumbach gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Glogger hier auf dem Parkett der Frankfurter Börse. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.